Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. So, diesmal möchte ich nochmal dieses Tablett praktisch gießen, weil ich war ja nicht hundertprozentig zufrieden, weil es waren einfach zu viele Blobs. Es sah zwar auf den zweiten Blick sehr gut aus, aber naja. So, das war dann mein nächster Versuch und da war ich super zufrieden mit, auch wenn da Blobs drin sind. Aber das ganze Stück hat so viel Tiefe und der Web-Effekt war einmalig. Nur meine Kamera hat nicht aufgenommen. Also versuche ich es jetzt zum dritten Mal. Und ich bin mir da noch nicht sicher, ob ich da noch eine Etagere draus basteln soll. Weil ich habe hier dieses Stück, das habe ich schon geformt, dass es so ganz leicht als Schale ist. Und man kann hier auch schalenförmige Etageren basteln. So. Das ist jetzt die M-Größe von der Oriental Mold, die ich verwende. Vorher habe ich immer die L-Größe genommen. Und hier habe ich mein Weiß und das Weiß habe ich relativ stark angemischt. Ich habe hier die Pigment Drops genommen und das Interference Champagne. Wie gesagt, relativ stark angemischt. Und das Harz, was ich hier verwende, so wie auch bei den vorherigen Güssen, ist das Mastercast. So. Jetzt gieße ich mir mein Weiß am Rand entlang, weil ich den Rand auch wieder weiß haben möchte und auch relativ kräftig weiß. Und ja, ich gebe mein Harz hier am Rand entlang. Ich versuche es relativ gleichmäßig zu gießen. Funktioniert nicht immer, aber ich denke, das ist so okay. So, dann nehme ich mein klares Harz und das ist praktisch gefärbt mit einem halben Tropfen von den Pigment Drops im Blau. Und ihr seht, wie intensiv diese Farbe ist. So, die gebe ich jetzt in die Form hinein. Seht zu, dass ich meine Form bis auf vielleicht einen Millimeter aufgieße, weil ich will gleich auch noch eine Blume zeichnen und ich werde auch noch Weiß, was ich noch übrig habe, am Rand entlang geben. Aber erstmal sorge ich dafür, dass die Bläschen entfernt werden. Dann war da noch etwas in meiner Form drin. Das muss ich dann noch mit dem Dotting-Tool rauspulen. Das kommt jetzt. Ja, man ist da immer so ein bisschen beschäftigt, bis man wirklich alles so hat, wie man es will. Hier ist auch mein Weiß, was ich später für die Blumen verwende. Aber erstmal nehme ich das opake Weiß, was wirklich kräftiger angemischt ist. Und gehe nochmal am Rand entlang, damit ich auch genug Farbe habe, die praktisch in die Mitte ziehen kann. Also wer meine Videos guckt, der weiß, dass ich halt den Web-Effekt unheimlich liebe, genau wie Crackle-Effekt. Und das sind so meine beiden Lieblingstechniken. Die kann man so schön variieren, man kann so verschiedene Arten daraus gestalten, das ist einfach schön. So, hier habe ich jetzt Resin-Ink und das ist das Peacock. Ich gebe da drei Tropfen in die Mitte hinein und weil ich eben so ein bisschen angeföhnt habe, verteilt sich das Blau ganz gut. Ich finde auch, mit Blau kann man sehr gut Blumen zeichnen, nur es darf kein Blau sein, was ein bisschen grünlich wird. Also da habe ich Probleme mit, aber wenn das Blau so ein bisschen rotlastig ist, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, dann ist es in der Regel okay. So, hier habe ich jetzt auch mein Weiß, das habe ich halt nicht ganz so opak angemischt, was ich dann für die Blumen verwende. Also da zeige ich nochmal das Peacock. Und das habe ich wirklich so angemischt, dass wenn ihr das gut verrührt habt und dann so euren Spachtel so ein bisschen zur Seite gebt, dass ihr da noch so einen Hauch vom Spachtel seht. Und ich habe noch ein bisschen Interference Champagne in mein Weiß gegeben. Und jetzt mache ich praktisch eine Blume in einer Spirale, aber in einem Zickzackmuster, weil ich habe gedacht, das passt ganz gut zu Winter, zu Thema Winter. Und das gieße ich jetzt halt so natürlich nicht komplett, weil ich will ja auch den Web-Effekt später noch sehen. Und dann nehme ich mir gleich auch mein Dotting-Tool und ziehe da meine Blütenblätter. Ich werde die Blütenblätter praktisch von außen nach innen ziehen. Achtmal, das seht ihr jetzt. Und ich werde diesmal keine Spirale machen, oder kein Wirbel, meine ich, Spirale.
Ich meine den Wirbel, Entschuldigung. Ja, so ist das manchmal mit dem Reden. Ja, das lasse ich jetzt einfach so und ich lasse das Harz einfach für sich arbeiten. Gehe gleich noch mal kurz mit dem Sturmfeuerzeug drüber, um noch mal ein paar Bläschen kaputt zu machen. Aber ansonsten lasse ich das Harz arbeiten. Hier nehme ich noch ein bisschen von dem restlichen Harz, was ich noch im Becher habe, damit das nicht verschwendet ist. Ihr seht, es ist nicht mehr viel. Einfach noch mal das verwenden, was ich habe. Und dann lasse ich auch wirklich das Harz wirken. Lass es in die Mitte fließen, sodass hoffentlich ein schöner Webeffekt entstehen kann. So, ich habe dann gleich auch eine Timelapse, dass ihr seht, wie das Harz arbeitet. Ich finde das immer sehr interessant zu sehen, auch wie dann so Effekte entstehen. Also es ist dann manchmal auch so, dass ich das Video wirklich eine halbe Stunde, manchmal sogar bis zu einer Stunde laufen lasse, wenn ich so eine Timelapse mache. Und ja, es ist dann wirklich ganz langsam, was ihr seht, wie sich das Harz bewegt. Hier bewegt es sich natürlich schneller. Ja, und dann hat es irgendwann mal aufgehört zu arbeiten, aber ihr seht, es sind Blütenblätter unten drunter entstanden und ich bin gespannt, wie sie auf der anderen Seite aussehen. Ihr seht aber auch, dass sich ein Web-Effekt gebildet hat und dass der sich praktisch über die Blütenblätter geschoben hat. Also ich bin gespannt, was da auf der anderen Seite passiert ist. Das sehen wir gleich in ein paar Sekunden. Ich musste natürlich einen ganzen Tag warten, beziehungsweise das Mastercast kann man normalerweise nach 12 Stunden ausformen. Aber ich habe einen Tag gewartet, es ist der nächste Tag. Ich kann ausformen. Bin echt gespannt, ob es dann auch passend zu meinem anderen Tablett bzw. dieser Schale ist. Und einfach mal schauen. So. Ja, der Web-Effekt ist sehr schön. Die Farbe ist etwas kräftiger wie bei dem anderen Tablett, aber sehr, sehr schön und eine sehr schön winterliche Blume. Ich finde das nämlich nicht schlimm mit den Blobs, gerade bei diesen winterlichen Güssen. Also mir gefällt es sehr gut, weil es bringt auch sehr viel Tiefe in das ganze Stück. So, ich hole jetzt gleich nochmal das andere, die kleine Schale. Und da seht ihr, das Blau ist im Hintergrund etwas heller geworden. Man kriegt es nie hundertprozentig gleich hin, wenn man an verschiedenen Tagen gießt, aber ich finde es auch gar nicht so schlimm. Und das ist ein passendes Set. Und ich überlege jetzt, soll ich eine Etagere machen oder nicht? Dann würde ich das Ganze hier auch nochmal zu einer kleinen flachen Schale formen. Bin mal auf eure Meinung gespannt. Ich habe da jetzt noch nichts gemacht, weil ich wollte einfach mal in die Runde fragen, was ihr denkt, ob ich da eine Etagere draus basteln soll oder nicht. So, und jetzt gleich kommt noch das Endvideo und damit möchte ich mich auch verabschieden. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Passt auf euch auf, eure Petra. Tschüss.